Ja, liebe Freunde der Zillertal Arena, Fanti und ich wünschen euch ein frohes und vor allem gesundes Weihnachtsfest. Aha, Weihnachtsfest 2015. Heute haben wir den 25. Dezember und so wie es ausschaut, hat uns das Christkind leider vergessen mit ein bisschen Schnee. Und Frau Holle, glaube ich, auch auf Urlaub. Aber dass bei uns trotzdem gut zum Skifahren geht, das wollen wir euch jetzt zeigen und interviewen ein paar Gäste. Denn wer kann es besser beurteilen als wie ihr? Also, machen wir uns auf den Weg. Was sagen Sie zu den Pistenverhältnissen bei uns in der Arena? Die Pistenverhältnisse sind super hier, also auch viele geöffnet und man kann alles gut abfahren, man kann alles gut erreichen, macht super viel Spaß. Ja, jedes Jahr wieder. Wahnsinn, heller Wahnsinn, dass sowas überhaupt möglich ist bei der Temperatur. Das, was ihr geleistet habt, keine Schleimerei, aber Hut ab, toll. Super. Wir fühlen uns sauwohl. Das Skigebiet ist sehr gut erschlossen. Und die Beschneiungsanlagen funktionieren scheinbar sehr gut. Also die Pisten lassen sich fahren, sehr gut fahren. Die Pisten sind sehr gut. Die Schnee ist sacht, aber sehr gut zu machen. Aber in der Wetter ist sehr schönes. Die Schneeverhältnisse hier im Zillertal dieses Jahr sind schlechter wie sonst, weil es halt insgesamt sehr wenig Schnee hat. Es ist bewundernswert, wie die Leute es hinbringen, dass es trotzdem die Pistenverhältnisse so gut sind. Faszinierend, ehrlich. Man glaubt es nicht, wenn es von unten rauf fährst, dass es hier herum so gut geht.